Hallo. Ja, herzlich willkommen. Das Techniktagebuch ist ein Kollektivblog, das gibt es jetzt seit ein bisschen über einem Jahr, seit Februar 2014. Letztes Jahr waren wir noch nicht ganz so viele und auch nicht so tatendurstig wie dieses Jahr und haben keinen Vorschlag eingereicht. Dieses Jahr gab es ganz viele Techniktagebuch-Vorschläge, zwei sind angenommen worden, das ist der erste davon. Es ist ein sehr großes Kollektivblog. Ich vermute, ihr seid alle die Gastbeitragsautoren. Wir sind nämlich im Moment knapp 150 Leute, das kommt ungefähr hin. Nein? Okay, zwei sind keine. Den anderen muss man es vielleicht nicht so genau erklären. Also es ist ein Blog, in dem es um die Vergangenheit von früher und auch um die Vergangenheit von heute geht, beziehungsweise die Gegenwart, weil man ja schon nächstes Jahr auch wieder nicht mehr wissen wird, wie war das eigentlich damals auf der Republika, was genau war daran so schwierig, ein Video von kleinen Teilen aus einer Kamera auf die Leinwand zu projizieren. Daran haben wir heute Nachmittag ungefähr 2 Stunden gebastelt. Ich hoffe, es wird funktionieren und schon übermorgen wird man das alles wieder vergessen haben, wenn man es nicht ganz genau aufschreibt. Solche Sachen sind manchmal im Nachhinein noch googelbar, viele andere sind es nicht. Zum Beispiel, wie hat man eigentlich drüber gedacht, als Facebook neu war? Das ist nur in seltenen und zufälligen Fällen erhalten. In meinem Fall in einem Chatlog mit meinem Freund, wo wir uns drüber unterhalten. Und er sagt, er hat sich jetzt in so einer Community für Wissenschaftler angemeldet, weil er bei den Kollegen auf einer Konferenz gesehen hat, dass man da ein Aquarium haben und Fische halten kann. Und das wollte er dann auch und dann sage ich, ja, Facebook, ich habe schon davon gehört, aber ich dachte, es wäre was ganz Langweiliges, so wie Xing. Und natürlich hätte ich das komplett vergessen und wenn man mich später dazu befragt hätte, hätte ich gesagt, klar, ich habe gleich gewusst, Facebook, das kommt ganz groß raus, aber leider war es ganz anders. Und diesem Zweck dient das Techniktagebuch, falls nochmal sowas Ähnliches passiert heute oder morgen, damit wir das dann aufschreiben können und dann genauer Bescheid wissen. Heute ist das jetzt so ein bisschen ein Spin-off, wir haben Gegenstände mitgebracht, nicht unsere Lieblingsgegenstände, wie es gerade hieß, das wäre ein bisschen traurig, wenn der Lieblingsgegenstand ein elektrischer Bleistiftspitzer ist und auch nicht welche, die total erfolglos waren, aber zu den Details kommen wir jetzt gleich und den Anfang machen Kerstin und Thomas mit einem Pager. Ich habe schon ein Mikro. So viele Mikros. Ich habe euch meinen Pager mitgebracht. Ich weiß nicht, wer hatte schon mal so einen Pager? Oh, das kann ich gerade gar nicht sehen. Ich bin Kerstin. Viele. Du musst jetzt sagen, ich bin Thomas. Ich bin Thomas. Ich wollte euch eigentlich diesen Pager zeigen. Wir haben das auch vorher besprochen und ich wollte euch auch erklären, dass ich so Anfang der 90er mein bester Freund, kann man sehen, ja? Der kann übrigens auch vibrieren, aber das kommt nicht über die Kamera rüber, sonst kann der nicht mehr viel. Ich wollte euch den vorzeigen, der Pager war ja so ein bisschen die SMS, gar nicht für Arme, Anfang der 90er und mein bester Freund war bei der Telekom und der brachte immer diese neuen Technologien ran und hat dann davon profitiert, dass ich immer erreichbar war und das wollte ich euch eigentlich alles erklären und das habe ich dann dem Thomas erklärt. Du hast versucht es zu erklären. Ja, du wusstest plötzlich Sachen über den Pager, den ich nicht... Ja, ich habe ihn ja nicht, ich habe ihn mir damals gekauft. Also hast du praktisch den Pager erfunden, so nein, wie das klang? Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ich habe so einen Pager damals gekauft. Welche Farbe hatte deiner? Anthrazit. Wie also, langweilig. Ich war nie so sexy wie Kerstin, wenn es um solche Geräte ging. Es war halt langweiliges Anthrazit damals. Die 10 € Aufpreis, 10 Mark Aufpreis für Neongrün, also, hätte ich mal gerade gewollt. Also, ja, warst du auch Freelancer? Also ich konnte mir das leisten damals in den 90ern. Ich war fest angestellt, ich wollte mir das nicht leisten. Ja, als Journalist wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. Ich wollte mir das nicht leisten. Okay. Aber wir wollten nicht über Farbfolien Nein, reden. Nein, auf keinen Fall. Kerstin ist ja abgestimmt farblich auf den Pager. Das war das sogenannte Call-Modell von der Deutschen Telekom. Ja. Das war schon ein bisschen, Handys gab es damals schon Anfang der 90er Jahre, als dieses Gerät aufkam. Aber Handys waren prohibitiv teuer. Nicht ich hatte allerdings auch sehr bald eins, du nicht? Nee, ich konnte mir das nicht leisten. Ja, ich als Freelancer damals vor der Internet. Ich war ja kein Freelancer, meine Firma hat gesagt, brauchst du im Moment nicht. Ja. Und Journalisten, die haben ja überhaupt erst so um 2009 Handys bekommen, oder?
In meinem Fall. Und E-Mail? Hast du schon E-Mail? E-Mail hatte ich. Das klären wir jetzt nachher. Wir wollten über diesen Pager reden. Okay, der Pager, ja. Der Neongrüne. Der Neongrüne, den gab es also auch in Anthrazit und auch in anderen lustigen Farben. Und der hatte einen schicken Vorteil: Handys waren teuer, nicht nur in der Anschaffung, sondern im Betrieb. Das funktionierte nach dem Modell Calling Party Pays. Da hat die Telekom sich ausgedacht: okay, das ist was für die Kids, die erreichbar also sein die wollen. Also die anrufende Partei zahlt, meint der Thomas. Ja, auf Englisch können die meisten ja schon. Also das ist was für, für die Jugendlichen, für die Kids, die so wie mich damals erreichbar für sein wollen. Für Erwachsene gab es das Modell damals in Anthrazit. Ja genau, ja. Für Erwachsene wie mich in Anthrazit, für dich in Neongrün. Also für Leute, für Jugendliche vor allem, die kein Geld haben, aber erreichbar sein wollen. Und man konnte dieses Gerät anrufen. Da gab es eine spezielle Nummer für und da hat die Deutsche Telekom kassiert. Damals, glaube ich, 60 oder 70 Pfennig. Inzwischen immer noch. Wie viel? Ja, man kann die Nummer übrigens immer noch anrufen, die da hinten drauf steht. Das nützt und es gibt nur auch eine, doch, das nützt was. Es gibt eine Telefonansage und wie ich seit meiner letzten Telefonrechnung, ich habe ja keine Mühen gescheut, das auszuprobieren, kostet es auch 46 Cent. Aber man kriegt nur eine Ansage und sonst passiert und es landet nicht. Also die Idee dahinter war, aber man, Calling Party Pays ist bis heute. Ja, das System hat sich erhalten. Ja. Man ruft also die Nummer an und dann konnte man entweder eine Nachricht aufsprechen auf eine Voicemail und dann erschien auf dem Ding You have mail oder irgendwie sowas. Man konnte auch, wenn man damals schon ein Tastentelefon hatte, was ja auch nicht selbstverständlich war, konnte man eine Nummer eingeben über das Tonwahlverfahren, die dann angezeigt wurde. Genau, und da konnte man, wenn man so wie ich ein Handy hatte, auch zurückrufen. Genau. Du jetzt nicht? Ich aber nicht, nein. Nee. Und ich hatte das Problem, die Leute, die mich anriefen, die hatten alle nur so ein Wählscheibentelefon, das wird nachher auch nochmal gezeigt, das gab es früher. Da musste man drehen, das machte Pulse, keine Töne und dann erschien auch keine Ziffer auf dem Display. Das heißt, da nützte dann nur die Anzeige, du hast eine neue Nachricht, die habe ich dann angerufen und gehört, was mir jemand auf die Voicemail gesprochen hat. War ein bisschen umständlich, hat mich auch nochmal Geld gekostet. Aber wir hatten ja nichts. Jetzt erzähl doch mal das mit König, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, was war mit Königs Wusterhaus? Fürstenberg an der Havel, ja, nee, Fürstenwalde, jetzt bringst du mich schon... Fürstenberg an der Havel, jetzt bringst du mich durcheinander. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Ja, okay, aber hier, das Interessante war, dieses Gerät funktionierte theoretisch nur in einem Umkreis von 25 Kilometer um einen vorher festgelegten Ort. Also eigentlich funktionierte es bundesweit, weil dieses Funknetz war auch bundesweit. Aber man sollte, so wollte es die Deutsche Telekom, einen Ort angeben, wo man war. Und im Umkreis von 25 Kilometer war garantiert, dass man das Funksignal bekam. Jetzt waren die Leute... Reisen konnten wir uns ja damals sowieso nicht. Doch, Reisen konnten wir uns leisten. Ich hatte sogar ein Auto damals. Und man wollte natürlich nicht dauernd, man fährt 25 Kilometer weiter oder 50 Kilometer, eingeben, jetzt bin ich an einem neuen Ort, muss anrufen und die Nummer ändern. Deswegen gab es im Internet, das gab es damals auch gerade schon, ausführliche Seiten, wo Leute rausgetüftelt hatten, wie man optimal den Ort eingibt. Also jetzt nicht von der Telekom, sondern andere. Interessierte Nutzer. Die das unterlaufen Nutzer, wollten. Ja, die einfach gesagt Nutzer haben, okay, jetzt gucken wir mal, ich bewege mich immer zwischen Berlin und Hamburg. Und dann suchen wir einen Ort zwischen Berlin und Hamburg, an dem ich die größtmögliche Abdeckung habe in beide Richtungen. Königs Wusterhausen. Nein, Fürstenberg Havel. Und Fürstenberg Havel ist mir so in Erinnerung geblieben, das war der optimale Ort für nördlich von Berlin, weil damit hatte man in Berlin Empfang und fast bis Hamburg Empfang. Das heißt, man hat dann immer so ein bisschen rumgetrickst, um die Limitationen dieses Geräts auch zu umgehen. Ja, egal, und irgendwie habe ich übrigens dann ein Handy bekommen, nicht in Neongrün übrigens, sondern so einen riesigen Knochen. Und dann ist das in die Schublade gewandert und so im Vorfeld dieser Veranstaltung habe ich das dann wiedergefunden. Ja, und es ist schade, dass es nicht mehr tut. Ja, es tut ja. Ich kann dir die Nummer geben, dann kannst du ein paar Mal anrufen. Ja, aber es kommt ja kein Signal mehr an. Nee. Gut, Kerstin und ihr Skoll. Ja. Hallo, schönen guten Abend.
Ich bin Markus, schreibe auch seit ein paar Wochen erst beim Technik-Tagebuch mit und laufe jetzt den ganzen Tag schon mit diesem Rechenschieber rum. Der funktioniert auch noch nach einem atomaren Erstschlag, wenn man also die Ballistik für den Gegenschlag ausrechnen will, weil der ist komplett ohne Strom aus Holz. Und ich muss gestehen, ich habe den selber, obwohl ich schon 45 Jahre alt bin, in der Schule nicht mehr kennenlernen dürfen. Dieses Modell kommt von meinem Vater, der war in seinem Berufsleben Hauptschullehrer und hat dieses Ding irgendwie gerettet und meinte, vielleicht können meine beiden Assistentinnen das Teil mal hochhalten, damit die Leute hinten es auch sehen können. Brecht euch nicht die Knochen. Also das ist das Lehrer-Vorführmodell, was also vorne im Klassenraum an der Wand hing. Hinten steht auch noch irgendwo Schule ist scheiße drauf oder irgendwie sowas. Und ich habe mir also, um das vorführen zu können, ich habe selber nicht mehr gelernt, also ein YouTube-Video angeguckt, wie das so geht. Und zwar, der Witz ist, dass hier so Skalen sind. Ich hoffe, man kann die irgendwie erkennen. Könnt ihr es noch höher halten? Nee, ne? Dann seht ihr nichts mehr, ne? Nee, das ist auch blöd. Dann könnt ihr nichts mehr. Dann ist die doof. Nee, das sind keine guten Kamerabilder. Haltet es mal wieder. Okay, also hier sind zwei Skalen erstmal hier und die gleiche nochmal hier drunter und die kann man gegeneinander, jetzt müsste Kerstin mal hinten einmal diesen Griff loslassen, genau so, die kann man gegeneinander verschieben, wenn man auf der Rückseite die Verriegelung gelöst hat. Zack, so. Und jetzt kann man also diesen Teil, hurra, verschieben. Dahinter steckt ein Logarithmusgesetz. Ich weiß nicht, wer sich mit Mathematik auskennt. Ich müsste es als Maschinenbauingenieur, aber irgendwie habe ich es mir auch nach wieder drauf schaffen müssen. Ich will es jetzt nicht erklären, aber ich führe ganz kurz vor, ich werde es auch nicht herleiten, ich könnte es auch gar nicht, werde also ganz kurz erklären, wie man damit multiplizieren kann. Mehr kann ich damit auch nicht. Also man will jetzt meinetwegen irgendwie was ganz Einfaches, 3 mal 4 rechnen. Das ist nicht allzu schwierig, aber das lässt sich dann halt gut erklären. Man nimmt hier unten auf diesem verschiebbaren Ding die 1 und schiebt das so lange hin und her, bis es genau unter der 3 steht. Dann geht man auf dem unteren Teil hier bis zur 4 und liest hier ab und dann sind wir 10, 11, 12. Haha, wir wissen, 3 mal 4 ist 12. Dafür kann man... Ja. Das ist toll, aber noch toller ist, wenn man dann zum Beispiel irgendwas mit Pi ausrechnen will. Pi ist ja irgendwie 3,14 irgendwas. Es gibt Leute, die rechnen da ganz viele Stellen, dann kommen wir auf, ich nicht. Aber hier ist also Pi so, irgendwie ganz gut angegeben. Jetzt stelle ich diese 1 auf diesem verschiebbaren Ding, auf das Pi, und kann zum Beispiel Pi Quadrat ausrechnen. Wenn ich also irgendwas mit Kreisen ausrechnen will, dann habe ich hier noch ein Pi und komme dann irgendwo so knapp vor der 10 irgendwo raus. Also ist auch gar nicht so schlecht. Genauer geht es natürlich heute mit dem Taschenrechner, aber für damals, man ist ja mit dem Rechenschieber sozusagen zum Mond geflogen, also dieser jetzt nicht, aber man konnte also mit Rechenschieberberechnung Mondflüge berechnen. Noch eine letzte kleine Vorführung, damit man sieht, also wie wahnsinnig toll das ist. Wir rechnen zum Beispiel 1,3 mal 2,8. Wer kann das im Kopf? Ich kann es nicht. Brauchen wir auch nicht, weil wir haben ja den Rechenschieber. Wir nehmen hier also die 1,3, die steht hier unten. Dann schiebe ich wieder mit meinem Dings hier diese 1 da möglichst genau hin. Und, was hatte ich gesagt? Was wollte ich rechnen? 3,5, ne? 1,3 mal 3,5, was? 2,8. Ist auch eine schöne Zahl, also 1,3 mal 2,8. Hier ist die 2, 2,1, 2,8. Gehe da runter. Ich muss jetzt nachdenken, das ist 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, also irgendwie so zwischen 3,6 und 3,7 würde da rauskommen. Ich hoffe, es stimmt. Wenn nicht, dann ist das Ding halt irgendwie verzogen, weil das ist ja aus Holz und alt. Aber so ist das Prinzip dieses Rechenschiebers, mit dem man wahrscheinlich auch irgendwie Schüler damals gezüchtigt hat oder so. Ja, damit bin ich am Ende meiner kurzen Vorstellung dieses tollen Geräts und ich kann euch wieder entlasten. Ihr dürft das Ding wieder in die Ecke stellen. Nur nicht schief halten, weil dann rutscht dieser Vogel da irgendwie auseinander. Ja. Dankeschön. Wer ist als nächstes dran? Wer möchte? Wer kommt freiwillig? Hallo. Ich bin Undine. Ich bin Ines, ich bin die Assistentin. Und ich habe mir einen Traum erfüllt, womit das Technikmuseum jetzt zum Technikmuseum mit der Maus wird. Ich gucke gerne Home-Shopping-Sender. Und eigentlich finde ich, ich wollte schon immer, dass meine Finger mal irgendwas so halten können wie bei Juvelo TV, wenn das so ganz langsam bewegt wird.
Und deswegen... Deswegen habe ich mir so was Kleines mitgebracht, irgendwie, was ich jetzt mit dem Mikro in der Hand auch... Also, das ist, es wird eine Mauskugelreinigung, eine Operation an der offenen Kugel. Nee, das habe ich mir... Ich möchte es gern selber halten, sonst werde ich durcheinander. Und damit die ganze Vorführzeit nicht aufgebraucht wird, haben wir schon ein bisschen die Bauchdecke gelockert. Das hat ja manchmal sonst mehrere Minuten gedauert, bis das losgeworden ist. Genau, meine bezaubernde Assistentin Ines. Mit gemeinsamen, mit vereinten Kräften werden wir es schaffen. Genau, man muss es so rumdrehen. Und jetzt kommt die Kugel raus. Es ist schon ein bisschen, erste Verschmutzungen sind, glaube ich, schon rausgefallen. Mein Kollege Thomas, der eben den tollen Rechenschieber vorgeführt hat, hat nicht nur diesen wahnsinnig tollen Rechenschieber, sondern was Erstaunliches mir mitgebracht hierher, ein sogenannter Mauslolli. Bisher nie gesehen. Soll angeblich dafür da sein, genau diese Prozedur zu tun? Genau. Eigentlich dafür da sein, dass man es so hier reinsteckt. Kannst du es kurz festhalten? Wir müssen es kurz ein bisschen ins Licht halten. Es hat nicht funktioniert, es sind nur noch zusätzliche orangene Krümel mit reingefallen. Also, jetzt müssen wir es, glaube ich, echt, muss das richtig festhalten. Ja. Genau, die Kameraqualität eben habe ich gesehen, das führt leider dazu, dass es ein bisschen eher aussieht wie eine Bauchspiegelung. Das, oder mit, Kamera im Unterleib hier operiert wird. Sekunde, ich glaube, also, durch. Ich muss noch mal ganz kurz den Tupfer zur Seite nehmen. Und die Beleuchtung ist leider schlecht hier, aber, okay. Die ersten großen Verschmutzungen, ich habe es jetzt nicht extra hierfür, die irgendwo auf dem Republika-Boden die ganze Zeit rumgefahren, sondern ich habe die Maus bis Ende letzten Jahres benutzt. Und zwar im letzten Jahrhundert gekauft. Im letzten Jahrtausend gekauft, dann 15 Jahre benutzt. Und jetzt ist es, glaube ich, doch, hier ist noch was. Ich hoffe, die Kamera sieht's. Ich habe mich vorhin im Hof mit jemandem drüber unterhalten, der mir auch davon berichtet hat, dass es irgendwie eigentlich der Schmutz, wenn man Raucher ist, noch sehr viel erstaunlicher ist, den man darin findet. Oder natürlich kann man es pathologisch, kann man, glaube ich, auch rausfinden, ob jemand kokst. Denn eigentlich wird sich alles am Schluss in der Maus finden. Und jetzt muss ich vielleicht doch kurz das Mikrofon weglegen, weil ich sonst nicht die charakteristischen... Ah ja, da sind sie. Oh. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe unterschätzt, was die letzten Jahre hier drin stattgefunden hat. Oder eigentlich vielleicht doch mit den Fingernägeln. Ja. Genau, ich wollte ja die Fingernägel auch unbedingt im Bild haben. Genau. Muss man diese drei Rädchen das dann so abknibbeln? Ich weiß nicht, kennst du es eigentlich alle? Und am Schluss, wenn sich der Kleber gelöst hat, dann muss man nochmal so. Sehr schön. Genau. Dann liegt alles da. Wunderbar. Und die Maus kommt wieder zurück. Genau. Und dann kann der Patient wieder an die Arbeit. Muss ich das noch einmal zudrehen? Genau. Danke dir. Tada. Wer ist als nächstes? Erst Video. Hallo, ich bin André Spiegel, auch ein Autor im Techniktagebuch. Ich bin außerdem zufällig in die Rolle des Amerika-Korrespondenten des Techniktagebuchs gelangt, weil ich in New York meinen Wohnsitz habe und von daher immer wieder versuche, Perspektiven aus Technik von jenseits des Atlantiks beizusteuern. So auch heute Abend.
Ich dachte mir, was kann ich mitbringen aus Amerika, was es garantiert nicht hier in Europa gibt. Das ist gar nicht so leicht, weil Technik natürlich heutzutage sehr global ist und alle Geräte, Modelle, die es auf dem einen Kontinent gibt, natürlich auf dem anderen genauso verfügbar sind. Was es in Europa nicht gibt, ist ein Stromnetz mit 110 Volt. In Amerika Netzfrequenz 110 Volt seit eh und je. Was ein paar interessante Effekte hat, zum Beispiel dieser Föhn, den ich hier mitgebracht habe. Das ist ein gewöhnlicher amerikanischer Haushaltsföhn. Tatsächlich ein europäisches Modell übrigens. Das ist eine italienische Firma. Was an diesem Föhn auffällt, ist, dass das Netzkabel doppelt so dick ist wie in Europa. Das ist zum ersten Mal ungewohnt, wenn man so einen amerikanischen Föhn aus dem Kaufhaus nach Hause trägt, dass das so ein extrem dickes Kabel hat. Es liegt einfach daran, dass die Stromstärke doppelt so groß sein muss. Der hat 2000 Watt und dazu sind bei 110 Volt ungefähr 20 Ampere erforderlich. In Deutschland würde der gleiche Föhn etwa 10 Ampere brauchen. Was wir außerdem hier finden, ist die berühmte Badewannen-Selbstmordverhinderungstechnik. Am Stecker ist eine Sicherung eingebaut. Das hier ist ein Schutzschalter, der erkennt, wenn an dem einen Pol mehr Strom rausfließt, als am anderen Strom wieder zurückfließt in die Steckdose, dann muss dieser Strom irgendwo bleiben. Und wahrscheinlich fließt er gerade eben durch jemanden hindurch. Das ist nicht gut. Und aus dem Grund springt dann sofort die Sicherung raus. Bei 30 Milliampere oder so, die da in der Bilanz nicht stimmen, fliegt diese Sicherung raus. Alle amerikanischen Föhns müssen das haben. Dann sagt man aus deutscher Perspektive sofort, ach, diese blöden Amerikaner, alles muss irgendwie abgesichert sein. In Deutschland ist das der FI-Schutzschalter. Der sitzt im Sicherungskasten und nicht am Föhn dran. Das heißt also, in Deutschland alles genauso sicher, aber eben eingebaut und nicht im einzelnen Gerät drin. Das ist also eine der Besonderheiten des amerikanischen Stromnetzes. Und mit Stromnetz hat auch das Zweite zu tun, was ich mitgebracht habe. Das habe ich allerdings nur in Form von Bildern mitgebracht, weil es ein bisschen schwer zu transportieren gewesen wäre. Was wir hier sehen, ist ein Röhrenradio. Dieses Röhrenradio ist exakt so alt wie der Mensch, der hier auf der Bühne steht. Ich habe die Kaufurkunde davon. Das ist wenige Tage oder Wochen vor meiner Geburt gekauft worden, im Jahr 1969. Wer hier davor steht, ist nicht ich, obwohl ich damals ungefähr so groß war. Das ist mein Sohn, der heute davor steht, vor diesem Röhrenradio mit magischem Auge. Also einer Abstimmungsanzeige, die anzeigt, wie gut der betreffende Sender gerade eingestellt ist. Können wir das nächste Bild haben? Da sieht man das nochmal in der Frontalansicht. Mit dieser Abstimmungsskala drauf. Auf der Abstimmungsskala sind die Namen der Sender verzeichnet, an welcher Frequenz man welchen Sender empfangen könnte, von Radio Vatikan über den WDR 2 bis zu Bero Münster oder irgendwelchen Stationen. Die gelten natürlich alle nicht, aber das Radio funktioniert in Amerika ganz zweifelsohne. Das heißt also, man kann damit lokale Sender in New York empfangen und das klingt ganz wunderbar mit richtigem Röhrensound. Das Spannende, als ich dieses Radio nach Amerika getragen habe, an Bord eines Flugzeugs natürlich, war, als ich es anzuschließen versucht habe, können wir das nächste Bild haben? Es zeigt sich, dass dieses Radio auf 120 Volt Netzspannung umgestellt werden kann. Da war ich nun sehr verblüfft. Sind meine Großeltern etwa damals auch schon kreuz und quer über den Atlantik gejettet und haben ihr Radio mal in Amerika und mal in Deutschland betrieben? Keineswegs. Ich habe bei meinen Recherchen etwas erfahren, was nicht einmal Wikipedia weiß. Ende der 1960er Jahre war in Deutschland 110 Volt noch verfügbar in einigen Stromnetzen. In ländlichen Gegenden vor allen Dingen wurde 220 Volt erst mit Beginn der 70er Jahre eingeführt. Das heißt, dieses Radio hier konnte in solchen 110 oder 120 Volt Netzen Ende der 60er Jahre in Deutschland betrieben werden. Das ist ganz ordentlich. Diese Rückseite dieses Geräts war übrigens eine archäologische Fundgrube schlechthin. Können wir das nächste Bild haben? Ein bisschen schwer zu lesen. Das Radio wurde tatsächlich in Deutschland hergestellt. Es kommt nicht aus Amerika. Made in Western Germany mit einem Ausrufezeichen hinten dran.
Der junge deutsche Staat war sich da offenbar seiner selbst noch nicht so sicher, dass er es nicht mit einem Ausrufezeichen noch betonen musste. In Westdeutschland hergestellt. Und können wir das nächste Bild haben? Das hier ist nochmal der 220 Volt Umschalter in Nahaufnahme. Und wir sind wieder bei dem doppelt so dicken Kabel. Hoppla, oh. Auch dieses Radio braucht natürlich bei 110 Volt doppelt so viel Strom wie bei 220 Volt. Das heißt, es braucht eine doppelt so starke Sicherung. Eine doppelt so starke Sicherung hatte ich leider nicht. Ich glaube, es gibt den Standard noch heute. Ich könnte also eine kaufen. Stattdessen habe ich mir beholfen, indem ich da Alufolie drumherum gewickelt habe. Denn das Radio ist seit 1969 niemals kaputt gegangen, hat nie einen Kurzschluss gehabt und ich vertraue darauf, dass es weiterhin funktionieren wird. Und siehe da, es funktioniert und empfängt erstklassigen UKW-Rundfunk. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin Charlotte und ich schreibe auch beim Techniktagebuch mit. Ich bin ein Kind der 90er und ich habe etwas mitgebracht, das auch in West Germany produziert worden ist. Das heißt, es könnte sein, dass es vor meiner Geburt, die im Jahr 1988 liegt, produziert wurde. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eben ein bisschen damit rumgespielt, weil tatsächlich ist noch eine Kassette da drin. Ich würde gleich mal versuchen, die hier anzuschließen. Ihr ratet dann, was es ist. Ich habe eben versucht, die Kassette zurückzuspulen und wunderte mich, warum hat das Ding denn eigentlich nur Vorspulmöglichkeiten und fragte mich, wie soll ich denn jetzt die Kassette zurückspulen? Genau, also umdrehen wäre halt eine Möglichkeit gewesen, auf die man mich dann auch hinwies, aber ich selber bin nicht drauf gekommen. Kulturtechniken, die man verlernt. Was ich auch dabei habe, das hier müssten die Original-Kopfhörer sein, funktionieren leider nicht mehr und dürften auch ein reges Biotop für Ohrenschmalz sein. Stattdessen habe ich jetzt mal total anachronistisch meine iPhone-Kopfhörer genommen. Es tut mir leid, ich studiere Geschichte, ich weiß, wie schlimm das ist. Bitte? Ja, die passen noch, genau, das ist super. Und was auch sehr schön ist, hier kann man sich, ja, können wir auch, kann man die sich auch direkt schön an die Hose festbinden. Und ich würde dann jetzt mal auf Play drücken und ihr schreit einfach rein, was ihr denkt, was es ist. Also hier gab's eben Technik-Tagebuch-Autoren, die behaupten, sie können alle 10 Folgen auswendig, die ersten 10. Die Folge hier ist Nummer 7, in der Alf anfängt, Dialoge der Tenners mitzuschreiben und die ans Fernsehen zu senden. Ja, dann habe ich noch was mitgebracht, Kind der 90er, bisschen technikbegeistert, durfte nie ein Tamagotchi haben und 1999 war ich dann alt genug und hatte genug Geld gespart, 100 Mark kostete dieses Ding, also einiges. Das ist ein Furby der allerersten Generation, es gibt ihn heute immer noch und er wird auch verkauft und treibt immer noch Eltern in den Wahnsinn und weil er das sehr gut tut, habe ich gerade noch die Batterien mal rausgenommen und werde sie jetzt wieder zusammenbauen, weil das Ding quatscht einen tot. Scholle, au! Ja. Also, er heißt Tomo, sagt er. Das Gerät habe ich nie so richtig benutzt. Spaß. Er hat Spaß. Füttern musste man es, indem man ihm den Finger in den Mund steckt. Ja.
Gestern hat er gerülpst, als ich ihn angemacht habe. Hey, Kitzeln! Kitzeln findet er doof? Oh, bien, bien, bien. Ist zu laut? Ich habe ihn sehr lange im Schrank verstauben lassen und ihn dann im Jahr 2005 nochmal mit in die Schule genommen, um meine Lehrer zu ärgern. Habe den vor meinem Deutschlehrer aufgebaut. Mein Deutschlehrer fand ihn erst ganz nett, hat sich auch mit ihm unterhalten, hat ihn gestreichelt und hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir mal weiter mit dem Unterricht. Und ich hatte aber vergessen, das Ding, man kann, ja, es gibt Sheets für das Teil. Die stehen auch in einer Furby-Fibel, die ich nicht mehr habe. Man muss einen wahnsinnigen Tanz aufführen, um den in den Tiefschlaf zu versetzen. Der wacht auch sehr leicht wieder auf. Ja? Und nervt deswegen natürlich ganz gut und hat, mein Deutschlehrer wollte dann, dass wir ihn ausmachen, wir so, keine Ahnung, wissen wir nicht, wir haben auch keinen Schraubenzieher dabei. Ja, und daraufhin haben wir ihn dann in den Klassenschrank verbannt. Das Problem ist, das Teil hat einen Lichtsensor und merkt, wenn es dunkel wird. Na? Ist jetzt nicht dunkel genug. Er hat dann angefangen, aus dem Klassenschrank heraus Wörter zu schreien und meinte, und ein Feature dieses Furbys ist, wenn man sich lange genug nicht mit ihm beschäftigt, fängt er an zu singen und schreit dann auch mal gerne, wie langweilig, was unser Deutschlehrer nicht so toll fand. Ja. Also ein Gerät, das, mit dem man Menschen in den Wahnsinn treiben kann und das ich als Kind dafür, dass ich 100 Mark da rein investiert habe, fast nie benutzt habe. Ich nehme ihn jetzt auch mal wieder mit und schalte ihn aus, nicht, dass er noch stört. Hallo, ich bin Felix, ich schreibe auch für das Techniktagebuch und meine Eltern hatte ich endlich 1998 überzeugt, dass wir ins Internet müssen. Gefühlt war das zum Zeitpunkt, als alle anderen schon online waren. Ich brauchte also irgendwas, um so vorher auch ins Internet, kann man ja mal den Furby ausmachen? Ich brauchte also irgendwas, am besten Folger, kommst du mal rüber. Und deshalb habe ich was aus 1997 mitgebracht, nämlich die Heft-CD der PC Action von Juli 1997. Ich bräuchte auch mal einen Klinkenstecker. So, ich habe hier auch mal meinen Rechner mitgebracht. Da starten wir jetzt mal das Menü, nicht da drauf klicken. Da starten wir jetzt, kannst du mir das Mikro halten? Das wäre super. Wir starten. Action, sag ich dem. DOS 4GW, Viren geprüft mit Turbo Antivirus Professional. Das ist sicher. Und ich zeige euch das natürlich, weil das der Ersatz fürs Internet war, das wir hatten. Da waren natürlich Spiele-Demos drauf und was man so hatte. Aber das richtig Geile an der PC Action war, das war das erste Online-Forum, das ich hatte, aber offline. Vermutlich könnt ihr das nicht lesen, aber hier steht erstens File Action, zweitens Message Action. Und Message Action ist das ganz, ganz Geile. Starte Login-Prozedur, ich muss jetzt Vorname und Nachname eingeben. Scanne Benutzerdatenbank. Zugang gestattet. Und wir haben jetzt auf dieser Heft-CD ein Forum, das kennt ihr sicherlich auch, so, das ist im Prinzip wie Facebook, nur 20 Jahre früher.
Und hier gibt es Leserspiele-Tipps, Kleinanzeigen, Kontakte, Diskussionsforum, Leserfragen und so weiter. Und wir gehen mal gleich dahin, wo die Action ist, nämlich viertens in das Diskussionsforum. Action, Adventure und interaktive Spiele, Renn- und Flugsimulatoren, Strategie, Wirtschaft. Gehen wir doch mal in Rollenspiele viertens. Das ist doch sicher interessant. Searching, gefunden, 68 Beiträge. Warnung heißt es da. Und dann sieht man hier rechts die jeweilige Nachricht. Die waren alle in so etwa 50 Zeichen Breite. Und da standen dann die Nachrichten. Da konnte man jetzt kommt das Tolle an diesem Forum, auch sich beteiligen. Hier unten sieht man Nachricht für CD schreiben. Dann konnte ich gehe da mal drauf. Autor Felix Neumann, Empfänger alle. Ja, das passt. Jetzt steht hier Text eingeben. Hallo alle, ich mag Spiele. So, und jetzt Nachricht für CD schreiben, das passiert hier unten. Nee, ich muss erst Escape drücken, das ist etwas schwierig. Text sichern, ja. Bitte Diskette in Laufwerk A einlegen und eine Taste drücken. Übrigens, auf einer Diskette können mehrere Nachrichten gespeichert werden. Ja, und zwischen 1996 und 1997 habe ich da mich wirklich massiv in die Diskussion eingebracht. Ich habe gestritten, ich habe mir Freunde gemacht, Feinde gemacht, ich habe mich auch ein bisschen verliebt. Und wenn man dann die Diskette eingeschickt hat, dann war im Monat drauf, das auf der nächsten Heft-CD. Aber leider habe ich meine Diskette nie eingeschickt. Ja, hallo, ich bin Ellen. Ich schreibe auch für das Technik-Tagebuch und ich habe ein Exponat aus meinem Büro mitgebracht. Ich bin die mit dem Bleistiftanspitzer, mit der Spitzmaschine. Das ist jetzt natürlich, wie Katrin auch gesagt hat, nicht mein Lieblingsgegenstand, aber es ist verdammt nah dran. Ich möchte da jetzt erstmal so ein bisschen die Features vorführen, die der hat. Hast du es im Blick? Okay. Also wir sehen hier erstmal ganz robustes Plastik, made in China, einen transparenten Spänefänger, sodass man auch sehen kann, was man gearbeitet hat, beziehungsweise die Maschine. Darunter verbirgt sich eine Stahlfräse, um den Bleistift zu fräsen. Und das Gerät verfügt zum einen über einen Netzanschluss, das Kabel habe ich aber nicht mehr gefunden. Andererseits hat es aber auch ein Batteriefach, sodass man es sogar mobil verwenden kann. Und so kann es heute bei uns sein. Ja, wie gesagt, es stammt aus meinem Büro. Es war da bei der Schreibtischgrundausstattung dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich da seit 100 Jahren bin. Wir sind auch nicht der IKEA-Anspitz-Service. Den gibt es auch, glaube ich, gar nicht, weil die Stifte ja immer gleich lang sind. Und auch kein Zeichenbüro oder sowas, ganz normales Büro. Und ich vermute mal, dass es aus der Zeit stammt, in der noch stenografiert wurde, sodass man da einfach viele Bleistifte brauchte und die immer schön angespitzt hat. Heute brauchen wir das da aber nicht mehr. Wir gebrauchen das aber noch öfters, um Leute zu erschrecken. Das ist nämlich ziemlich laut. Oder wenn wir Aufmerksamkeit brauchen, ist dann meistens, boah, mach das Ding aus. Aber negative Aufmerksamkeit ist ja auch Aufmerksamkeit. Ich führe das jetzt mal vor, falls jemand nicht gut zuhört, dann habe ich jetzt wieder die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, also es verfügt auch über einen automatischen Spitzstopp. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, dass man nicht aus Versehen den ganzen Stift jetzt wegspitzen würde.
Und dann habe ich noch ein bisschen versucht, in Erfahrung zu bringen, was denn die Weltöffentlichkeit so über das Gerät denkt, beziehungsweise die Online-Öffentlichkeit, habe das gegoogelt. Da kann man jetzt zwei Sachen sagen. Zum einen, die Spur verliert sich so etwa 2008. Und zweitens, die Formulierungen neigen zu einer gewissen Spitzfindigkeit. Sagen wir also zum Beispiel, alles spitz, Klammer auf, E, Klammer zu. Den Rest könnt ihr euch denken. Und was aber sehr gewertschätzt wird an dem Gerät, ist zum einen, dass es wohl sehr minenschonend agiert, das wird immer wieder gesagt. Zum anderen aber auch über eine angenehme Arbeitsgeschwindigkeit verfügt, sodass man ohne Ermüdungserscheinungen innerhalb von einer Minute bis zu 30 Bleistifte anspitzen kann. Ja. Es gibt das noch. Bei einem großen Online-Versandhändler noch 5 Exemplare vorrätig. Gut 60 Euro. 63, ja. Falls das jemand gleich mal ausprobieren möchte, ich weiß nicht, möglicherweise hat jemand einen abgebrochenen Bleistift in der Tasche. Ich hatte da Schwierigkeiten, heute einen zu finden, habe jetzt mittlerweile 9 zugesteckt bekommen. Danke an alle ganz herzlich. Aber das steht hier gleich bereit. Ich habe auch Bleistifte. Wer es testen will vor dem Kauf oder Geräuschliebhaber und Liebhaberinnen, können es sehr gerne ausprobieren. Ja, bitteschön. Wollen wir noch mal hören? Ja, ne? Ja. Ja, die Automatik ist hier leider defekt, aber ich denke mal, aber das Geräusch fällt uns doch ab. Perfekt. Der ist richtig spitz. Dankeschön. Hallo, ich bin Alex, ich bin auch ein Technik-Tagebuchautor. Ich habe mitgebracht einen Mini-Disc-Player. Und zwar ist die Geschichte dieses Gerätes so ein bisschen die Geschichte meiner eigenen Hybris. Denn so Ende der 90er Jahre, als Napster gerade so aufkam, habe ich angefangen, mir die ersten MP3s runterzuladen. Nicht ganz legal. Aber wir hatten keinen CD-Brenner an dem PC meiner Eltern. Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die MP3s irgendwie mit mir rumzutragen. Eine Kassette wollte ich nicht. Und ein Freund, der DJ-Equipment und solche Sachen irgendwie immer ganz toll fand, hat mir also davon erzählt, dass dieser Mini-Disc-Player auf jeden Fall das nächste große Ding wird. Was mich dann dazu gebracht hat, also wirklich auch damals mit als 16-Jähriger oder so auch mehrere hundert Euro Mark auszugeben, um mir dieses Gerät zu kaufen. Ich mache es einmal auch auf. So sehen die Trägermedien aus. Ich habe ihn quasi genau in dem Moment gekauft, wo dann ein Jahr später die ersten MP3-Player auf den Markt kamen. Und also absolut klar wurde, dass man Trägermedien der Vergangenheit angehören. Ich wusste aber, dass er bei Radiojournalisten und so zum Beispiel noch eine ganze Weile benutzt wurde, weil auf die Dinger passen ja auch 80 Minuten Ton drauf zum Beispiel und die Geräte haben einen optischen Ausgang. Das heißt, man kann also tatsächlich diese digitale Qualität auch erhalten beim Überspielen. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall auch verraten hat, dass das Ding total zukunftsträchtig ist, ist, dass es eins der Hauptrequisiten in dem 1999 erschienenen Film Strange Days ist. Bitte. Genau, das sind also jetzt Screenshots aus dem Trailer. Da nämlich werden Minidiscs in so Geräte eingesetzt, wo man dann sich so ein Netz auf den Kopf setzt und dann so die Filme quasi so Virtual Reality mäßig sieht. Und wenn das in einem Science-Fiction-Film immer noch Minidiscs natürlich in der Zukunft auf jeden Fall eine Rolle spielen, dann hatte ich definitiv die richtige Wahl getroffen. Ähm,
aber tatsächlich habe ich mir dann 2001 meinen ersten eigenen PC mit Brenner gekauft und dann war irgendwie vorbei. Also ich habe ihn dann noch eine Weile benutzt, um im Proberaum meine Band mitzuschneiden. Aber dann irgendwann so ab 2005 allerspätestens ist er dann in der Schublade gelandet und ist jetzt quasi das Memento der Zeit, als ich dachte, ich einmal Early Adopter sein. Ja, ich bin Katrin, ich schreibe auch fürs Technik-Tagebuch. Und ich stelle jetzt was vor, was ich selbst gar nicht mehr hatte, sondern mir von Thomas Renger ausleihen musste. Thomas Renger ist wahrscheinlich der letzte Mensch in Mitteleuropa, der dieses Ding überhaupt noch besitzt und dann auch gleich zweimal. Es handelt sich um das Poken. Alle, die jetzt halbherzig klatschen, waren offenbar auf der Republika 2009. Wo dieses Ding nämlich von geschäftstüchtigen Privatleuten aus so Bauchläden heraus verkauft wurde für gar nicht so wenig Geld, 10, 20 Euro so in meiner Erinnerung. Und jeder hatte an seinem Bändel so ein Poken hängen. Es gab, glaube ich, 4 verschiedene Arten. Hier sind also 2 davon zu sehen, das Alien und was auch nicht, so eine Art Metal-Typ mit Flammen drauf. Das diente dem Austausch, also für die paar, die jetzt 2009 nicht hier waren, das diente dem Austausch von Kontaktdaten. Man begegnete sich also, ich schalte die jetzt mal ein, beziehungsweise versuche es. Es müsste dann leuchten. Es kann sein, dass vorhin, als wir es vor der Tür getestet haben, beide Batterien so ihren letzten Atemzug getan haben. Nee, es sollte schon auch mal irgendwie ein Lebenszeichen geben. Aber gut, ich tue jetzt mal so, als wäre ich 2 Personen und halte die beiden aneinander. Ah, und jetzt leuchten sie auch, sieht man was? So ein bisschen grünlich. Naja, müsst euch dazu denken. Das bedeutet, dass ich jetzt erfolgreich Kontaktdaten mit dem Menschen, dem ich gerade begegnet bin, ausgetauscht habe, beziehungsweise eigentlich nicht die Kontaktdaten, sondern nur so eine ID. Ich glaube, über NFC, so eine Art Datenaustauschtechnik, die inzwischen in Handys vorhanden ist und nicht so richtig oft für irgendwas genutzt wird. Damals der heiße Scheiß. Also es dauerte dann noch lange, bis ich ein Handy hatte, das sowas konnte. Und man konnte dann hinterher zu Hause, weil auf der Republika gab es ja kein Internet, konnte man das auseinandernehmen, da sieht man jetzt nicht, dass innen drin so ein USB-Dings ist. Und ist also kein Speicherstick. Ich glaube, es gab dann später mal welche, die auch tatsächlich irgendwie was, oder beziehungsweise kann es schon was speichern, aber halt nicht sehr viel, ein paar von diesen IDs. Und dann auf der Website von Poken konnte man dann nachsehen, wem man begegnet war. Und die Leute konnten dann auf dieser Website so alle möglichen Kontaktdaten eintragen. Facebook war ja eigentlich noch nicht so richtig da, Twitter auch noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Also ich vermute mal, die Mailadresse und die Telefonnummer wusste man dann und natürlich auch, wie die Leute heißen, denen man da begegnet ist. Das wurde auch heftig beworben als so eine Art Manager-Dings da, wie man schon am Design ablesen kann, damit man nicht immer diese Visitenkarten austauschen muss. Ich weiß auch nicht, wir haben jetzt keinen, aber vielleicht erinnert sich ja noch jemand dran, dass es spezialisierte Visitenkarten-Scan-Geräte gab, damit man die Daten da nicht abtippen musste. Also so ein bisschen, das war die Idee dahinter. Und bei manchen Sachen jetzt, die wir da heute Abend haben, ist es relativ klar, welche biologische Nische sich da mal kurz zum Beispiel für den Pager aufgetan hat und wodurch sie dann, nämlich durch das Handy, später gefüllt wurde. An die Stelle des Pokens ist eigentlich nichts so richtig getreten. Also klar, man befreundet sich jetzt bei Facebook oder so, wenn man sich begegnet, oder man folgt sich bei Twitter, oder ganz schräge Vögel nutzen auch sowas wie LinkedIn oder Xing. Aber tatsächlich scheint es immer noch dieses Bedürfnis zu geben, dass man das irgendwie durch einen körperlichen, durch irgendeine Art Bewegung oder einen Austausch von irgendwas kundtut, dass man sich jetzt gerade begegnet ist. Das Visitenkarten austauschen ist jetzt nicht gerade hier, aber auf anderen Konferenzen immer noch recht beliebt. Also ich vermute, diese Nische existiert immer noch. Jemand könnte jetzt den Nachfolger des Pokens. Ja, aber habe ich auch eigentlich nie gesehen. Also Vielleicht kommt das nochmal wieder. Manchmal kommen sie ja wieder. Ja, das war das Poken. Ich
Ja, hallo, Johannes Mirus, ich bin überraschenderweise Technik-Tagebuch-Autor. Wir haben heute schon Walkman gesehen, einen Minidisc-Player. Heutzutage hat man einen MP3-Player oder ein Handy. Ganz früher hat man vielleicht ein Grammophon mit sich rumgetragen. In der Zwischenzeit gab es aber auch mal einen Discman. Das ist übrigens ein High-End-Discman, der hat Tasten, mehrere. Der hat auch einen Anti-Schock-Dings-Bums. Das hat einen Grund, Walkmans, die hat man früher schön an den Gürtel getragen, wie sich das gehört, für coole Leute. Das Handy, das hat man sowieso in der Tasche, aber den Discman, das war ein Statement. Den musste man so vor sich hertragen. Sonst hat das nicht funktioniert. Ich habe noch eine andere Technik mitgebracht. Telefonkarten. Das sieht man jetzt bestimmt in dieser fantastischen Auflösung hier. Eine deutsche Telefonkarte von der Deutschen Telekom. Anhand des Logos erkennbar, es ist nicht ganz Anfang der 90er, eher Mitte der 90er, wo ich die erworben haben muss. Die konnte man in diesem Fall mit 12 D-Mark erwerben. Da waren dann für 12 D-Mark Telefongebühren drauf. Die konnte man dann schön abtelefonieren. Je nachdem, wohin man telefoniert hat, ging das schneller oder weniger schnell. Wenn die Karte alle war, dann musste man sich beeilen, eine neue Karte einzustecken oder hat halt Pech gehabt. Der Sinn einer Telefonkarte war immer, Münztelefone abzulösen. In der Realität war es ja meistens so, wenn man dringend telefonieren musste, hatte man natürlich seine Telefonkarte nicht dabei oder das Telefon war nicht auf Kartentelefonie ausgerichtet. Telefonkarten gab es auch in anderen Ländern. Hier habe ich eine aus Malta mitbekommen. Sieht man jetzt wahrscheinlich auch, da ist kein D-Mark-Betrag drauf. Das ist auch komisch, wenn es in Malta ein D-Mark-Betrag drauf gewesen wäre. Da sind aber auch keine maltesischen, was gab es in Malta früher, da sind Einheiten drauf. Das ist auch interessant, wenn man Einheiten kauft, dann kann man Glück haben, wenn sich der Preis pro Einheit erhöht. Hat man Glück gehabt, wenn sich die Menge der Einheiten erhöht, dann hat man Pech gehabt. Unsere Freunde aus Österreich hatten auch Telefonkarten. Sind Österreicher hier? In Österreich ist man immer ein bisschen basaler. In Österreich hat man keine Chips, auf denen das Guthaben gespeichert ist. In Österreich gibt es ja eine Leiste und die entsprechenden Guthaben, die man vertelefoniert hat, die werden dann abgestempelt mit so schwarzen Strichen. Und wenn der schwarze Strich rechts angekommen ist, dann war die Telefonkarte abtelefoniert. Das kann ich mir vorstellen, dass man die sehr gut hacken konnte. Ja, Telefonkarten, eine Vorstufe des bargeldlosen Bezahlens. Das heißt natürlich, davor gab es eine andere Technik. Die Technik ist Bargeld. Ich habe mal ein Stück Bargeld mitgebracht, ein Ansichtsexemplar. Das stelle ich nachher nicht aus. Bargeld diente dazu, Waren zu tauschen. Warum ich das jetzt hier ausstelle, hat auch einen Grund. Ich habe mal aus Versehen meine PIN dreimal falsch eingegeben und konnte kein Bargeld mehr abheben. Habe dann Monate später meiner Bank geschrieben, ich bräuchte meine neue PIN. Die haben gesagt, sie haben meine PIN jetzt neu vergeben. Ich müsste mal zum Geldautomaten gehen und Geld abheben, dann könnte ich diese neue PIN auch aktivieren. Dieser Beginn des Vorgangs, das dreimal falsch eingeben, war irgendwann letztes Jahr und ich habe bis heute diese neue PIN nicht aktiviert. Daraufhin habe ich auch einen Artikel im Technik-Tagebuch geschrieben, ich benutze kein Bargeld mehr. Ich wurde gefragt, wieso, ja, Kreditkarte, Abbuchungen, ich brauche einfach kein Bargeld. Ich habe das heute auch, also die letzten zwei Tage gemerkt hier auf der Republika, wie schlimm das ist, mit Bargeld umzugehen, dann Getränke kaufen, fürchterlich. Ich habe aber eine Langzeitstudie angestellt und habe auch herausgefunden, warum ich kein Bargeld mehr brauche. Es liegt einfach daran, dass meine Frau jetzt alles für mich bezahlt. Danke.
Dankeschön. Ich bin Anne, ich schreibe überraschenderweise auch fürs Techniktagebuch. Ich habe ein WakeMate mitgebracht, ein Nischenprodukt in der Zeit, als man schon irgendwie Daten erfassen konnte, als man sich schon selbst tracken konnte, aber das Ganze noch nicht so weit fortgeschritten war. Das WakeMate ist quasi ein Fitnessarmband, was aber nur Schlaf messen kann. Es ist, wie Johannes gerade festgestellt hat, dafür sehr flauschig. Und das hat man sich dann abends halt so umgebunden, um die Hand gemacht. Da ist so ein hartes Ding dran, das hat einen Bluetooth-Connector fürs iPod, für den iPod. Man musste übrigens beim Bestellen auch sagen, ob man ein Android oder ein iPod benutzen wollte für die Funktionen. Dann gab es eine unterschiedliche Hardware dazu. Musste man sich das so rumtun und dann hat das halt den Schlaf gemessen. Hat meines Erachtens richtig gut funktioniert, besser als mein Fitbit das jetzt macht, wenn ich das in dieses Armband reintüttele. Soweit man das halt nachvollziehen kann, weil man merkt ja, man kann das ja nicht so beobachten, weil man ja selber schläft. Ich habe es an so Kenndaten gemacht, wie ich habe, wenn ich lange gebraucht habe zum Einschlafen, hat das WakeMate das meistens auch gemerkt. Wenn ich in der Nacht aufgewacht bin, hat das WakeMate das meistens auch gemerkt. Und dementsprechend glaube ich, dass das ganz gut funktioniert hat. Ich habe auch noch meinen iPod, weil der Support ist mittlerweile eingestellt. Man kann die App dazu auch nicht mehr runterladen. Moment, da muss ich nochmal. Ja, das ist irgendwie jetzt, das iPod habe ich auch nicht mehr benutzt. Und man kann hier auch nicht mehr viel machen. Was das Ding noch konnte, was ganz cool war, man konnte einstellen, dass man in einer bestimmten Zeit geweckt werden wollte, zwischen oder spätestens um 5.30 Uhr oder um 6. Und dann hat es, glaube ich, in den 30 Minuten vorher dann die beste Zeit zum Aufwachen gewählt. Auch das kann man nicht gut nachvollziehen, weil man ja nicht weiß, ob es noch eine bessere Zeit gegeben hätte. Aber es hatte zumindest mich nicht immer zur gleichen Zeit geweckt. Ob es eine Zufallszahl benutzt hat oder tatsächlich irgendetwas Vernünftiges dahinter steckt, kann ich nicht mehr sagen. Das Ding wurde jetzt quasi abgelöst von diversen Fitnessarmbändern und iPod- und Android-Apps, die genau das Gleiche tun und davon noch ungefähr 100 weitere Funktionen haben. Dieses Ding hatte exakt, zwei Funktionen, nämlich den Schlaf messen und einen wecken und sonst konnte es nichts. Das konnte es aber sehr gut. Dankeschön. Jetzt kommt Thomas, der 3000 Dinge hat, glaube ich. Wie viel Sachen hast du? 10, 20, 30? Also wir brauchen noch ein paar. Okay. Ich habe viele Sachen mitgebracht, aber ich zeige nur eins. Ich bin Thomas Ringer und schreibe erstaunlicherweise auch im Technik-Tagebuch. Und mitgebracht habe ich einen Nabastag-Tag. Der Nabastag war praktisch der erste tatsächlich kaufbare Vertreter des Internet of Things. Das ist dieser lustige Hase, der wird mit dem WLAN verbunden. Leider funktioniert er mit dem WLAN hier nicht und zeigt deshalb unglückliche orangene Lichter. Dieses WLAN hier hat leider eine zu neue Verschlüsselungstechnologie. Also er kommt jedenfalls in dieses Internet nicht rein. Er kann auch das, was er ursprünglich mal konnte. Der konnte nämlich neben ein paar dummen Sprüchen außerdem zu jeder vollen Stunde die Uhrzeit sagen und auch die Schlagzeilen von diversen Newsdiensten vorlesen. All das kann er jetzt nicht mehr, weil die Firma, die den mal hergestellt hat, seit 2011 die Server nicht mehr betreibt. Ich habe allerdings noch mehrere Exemplare von diesem Gerät zu Hause rumstehen und betreibe deshalb einen eigenen Server dafür. auf dem zumindest die dummen Sprüche noch funktionieren. Und deshalb kann ich einen der dummen Sprüche jetzt einfach mal statt mit dem Hasen mit dem Telefon einspielen. Das sagt solche Sachen wie dies folgende, sagt der Hase einfach unvermittelt, während man im Fernsehen sitzt. Und dann sagt er plötzlich: Guck doch mal, was im zweiten läuft. Und fühlt sich so schon erstaunlich stark wie ein Mitbewohner an. Obwohl das natürlich alles zufallsbasiert ist, aber der Zufall macht ja oft die witzigsten Sachen.
Ja, das war das sehr kleine Technikmuseum. Es gibt noch mehr Dinge, die wir jetzt nicht vorgestellt haben, die man aber, wenn man jetzt nicht dringend anderswo hinlaufen muss, sich gleich auf der Bühne angucken kann. Ich habe sie mir auf einem Zettel notiert. Das ist so eine Technik, die aus guten Gründen gerade ausstirbt, weil man den Zettel dann nämlich immer nicht wiederfindet. Aber hier ist er. Nämlich einen Fernsprechtischapparat 611. Die meisten Dinge auf dieser Liste stammen von Thomas Renger, der zu Hause ein riesiges Technikmuseum haben muss. Ein sehr wertvoller Co-Autor, weil er dann diese ganzen Dinge immer fotografieren kann, von denen man sonst kein Foto hätte. Wie gesagt, der US-Föhn liegt da schon. Einen Gameboy. Ich vermute spätestens, das ist der Moment, in dem alle beschließen, heute nichts mehr vorzuhaben. Was wir jetzt eigentlich bräuchten für den Gameboy, ist so eine Wartenummernmaschine. Ich schalte den mal kurz ein, nur wegen des süßen Einschaltgeräusches. Moment. Soweit ist es schon. Ich weiß nicht mehr, wie man ihn einschaltet. Ah, ja. Einen Walkman mit Radio, ich vermute, das ist der hier schon liegt, einen programmierbaren Taschenrechner HP 67, eine Game and Watch Billigkopie, natürlich auch von Thomas, einen Palm M500, okay, scheint Leute zu geben, die wissen, was es ist, ich weiß es nicht, eine Pentax Spiegelreflexkamera und dann steht hier noch ein Fotoapparat, offenbar ein Ding, das jetzt keinen spezifischen Namen hat. Eine Laptop-Leuchte. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich meine, ich verstehe ja, dass es so für Bücher oder für Kindles, die jetzt nicht leuchten gibt, aber die Laptop-Leuchte. Ah, okay. Früher gab es keine leuchtenden Tastaturen. Danke, Thomas Renger. Und eine, ach so, die Anspitzmaschine. Ja, klar, also wer noch gerne Bleistifte spitzen möchte, das... Eine Betamax-Kassette, nur zum von außen angucken, abspielen können wir sie leider nicht. Also das Museum. Ach so, und bevor ihr geht, das Techniktagebuch hat morgen nochmal eine zweite Veranstaltung und zwar um 10 Uhr in Stage J. Sie heißt TTIP, wichtiges Thema, Techniktagebuch in Person. Mit Aufschreibeservice für die Hunderten von Leuten, denen wir leider ständig begegnen, die uns die allergroßartigsten Technikgeschichten erzählen und dann händigen wir ihnen so Kärtchen aus, auf denen draufsteht, aufschreiben mit der Adresse von dem Gastbeitragseinwurfschlitz. Und niemand von denen schreibt diese Geschichten jemals auf, drum werden wir da morgen mit Aufnahmegeräten anwesend sein und ihr könnt die Geschichten einfach erzählen. Und eventuell gibt es sogar attraktive Sach- und Trostpreise, je nachdem. Ja, Windows 3.1 auf 7 Disketten, gestiftet von Thomas Wiegold, also wer es dringend braucht. Ja, morgen 10 Uhr, Stage J. Bis dann.